Google hat seine Geschäftszahlen für den Zeitraum von Juli bis September 2013 veröffentlicht. Nach denen hat Apple so viele iPhones wie noch nie in diesem Zeitraum verkauft, nämlich 33,8 Millionen Stück. So konnte Apple in den zurückliegenden Monaten 37,5 Milliarden US-Dollar einnehmen, was einem Gewinn von 7,5 Milliarden US-Dollar entspricht. Beim iPad konnte Apple 14,1 Millionen Stück verkaufen, im Vergleich zu 14 Millionen im Vorjahresquartal. Bei den Macs musste Apple einen Rückgang von 4,9 Millionen auf 4,6 Millionen verzeichnen. Apple zeigte sich zufrieden mit den Zahlen, auch wenn die Gewinnmarge von 40% auf 37% sank. Wir sind stolz, ein starkes Finish zum Ende eines unglaublichen Jahres mit einem Rekordumsatz in einem vierten Quartal vermelden zu können, das einen Absatz von fast 34 Millionen iPhones beinhaltet. So Apple-CEO Tim Cook. Zu den guten Zahlen haben auch die neuen iPhone-Modelle beigetragen, auch wenn diese gerade einmal mit einer Woche zu den Quartalszahlen beitragen konnten. Doch allein in den ersten drei Tagen konnte Apple 9 Millionen iPhone 5S und iPhone 5C verkaufen. Mit dem neuen iPad Air sowie dem iPad Mini mit Retina-Display blickt Apple auf ein verheißungsvolles Weihnachtsquartal. Wie Tim Cook bei der Bekanntgabe der Quartalszahlen verriet, ist man sich bei Apple aber nicht sicher, genügend iPad Mini 2 bereitstellen zu können, um die Nachfrage zu befriedigen. Apples Erzrivale Samsung dominiert den weltweiten Smartphone-Markt übrigens weiterhin. So konnten die Koreaner im abgelaufenen Geschäftsquartal über 88 Millionen Smartphones verkaufen, was etwa 35% aller weltweiten Smartphone-Verkäufe ausmacht. Apple kommt auf einen Smartphone-Marktanteil von 15,6%.